teste jetzt diese Lockenwickler von Action. Die hier, da sind so 6 Stück drin. Die sehen echt richtig schön aus und hochwertig. Ich habe 3 Packungen davon und ich wollte gucken, wie die funktionieren. Ich habe meine Haare jetzt ein bisschen angefeuchtet und dann habe ich noch so ein Traum-Lockenspray. Das werde ich mir jetzt noch auf die Haare sprühen, bevor ich dann mit den Locken anfange. Dann werde ich die föhnen und dann schaue ich mal, wie das aussieht und ob daraus was wird. Haare eingesprüht. Jetzt gebe ich die noch einmal durch. Und ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich denke, ich werde jetzt ganz normal einfach Strähne für Strähne durchgehen. So schauen die Lockenwickler hier aus. So, das ist jetzt eins in rosa, in verschiedenen Farben. Dann nehme ich mir jetzt so eine Strähne hier und beginne damit. Also ich habe jetzt den ganzen Kopf fertig gemacht. Ich habe so circa so 7-8 Minuten dafür gebraucht. 3 Stück sind übrig, also habe ich quasi 15 Stück drin. Aber ich glaube, ich hätte die auf jeden Fall auch noch gebraucht und sogar vielleicht sogar noch ein Paket, weil ich die ersten Strähnen wirklich sehr dick gemacht habe, weil ich nicht genau wusste, wie viele ich brauchen werde. Die sind sehr leicht zu drehen. Ich denke nicht, dass ich so schlafen könnte, aber ich kann grundsätzlich mit keinen Lockenwicklern schlafen. Ich lasse die jetzt so circa eine Stunde in meinen Haaren und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich bin jetzt so circa eine Stunde damit rumgelaufen. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Die müssen jetzt ab. Mein Mann meinte vorhin, ich würde so aussehen wie Medusa. Dann habe ich ihm gesagt, er soll jetzt bloß aufpassen, dass er nicht erstarrt, wenn ich den angucke. Also, zum Thema. Ich nehme die jetzt runter und dann gucke ich, wie die aussehen. Also wie das Ganze aussieht. Ich bin mega gespannt. Jetzt habe ich die rausgeholt. So sieht das aus. Ich würde mal sagen, man muss die noch ein bisschen länger drin lassen. Meine Haare sind noch ein bisschen feucht, weil ich denke, weil meine Haare halt zu feucht waren. Ich werde das jetzt einmal durchföhnen. Und dann gucken, wie das aussieht. Also so schaut jetzt das fertige Ergebnis aus. Ja, für eine Stunde finde ich okay. Ich sehe nur, dass ich hier die linke Seite nicht so perfekt eingerollt habe. Übung macht den Meister. Dennoch finde ich, so ohne Hitze sind die ganz okay geworden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Also ich finde sie auf jeden Fall gut. Es war kein Fehlkauf für mich. Ich denke, ich werde sie auch benutzen. Und einfach nur etwas länger drin lassen.